Guten Morgen, ihr Lieben. Wie man unschwer erkennen kann an meinem Gesichtsausdruck, es ist mega früh. Wir haben, keine Ahnung, 6.30 Uhr oder so. Es ist auf jeden Fall noch mega dunkel. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Fahrprüfung. Und zwar die erste Fahrprüfung 2021. Wir haben eine Prüfzeit von 55 Minuten. Und ja, ich bin echt gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Ja, warum ist das so was mega Besonderes, wenn 2021 eine Fahrprüfung stattfindet? Einfach, weil es sich um eine Fahrprüfung handelt nach neuer Verordnung. 55 Minuten geht die Prüfung. Der Prüfer hat jetzt ein Tablet dabei und gibt alles dort ein. Ja, ich bin verpflichtet, eine Liste mitzuführen, kann ich euch auch einmal zeigen. So sieht die Liste aus. Also ich muss aufschreiben, um welches Fahrzeug es sich handelt, in dem wir sitzen und welche Assistenzsysteme das Auto hat. Und ja, erstmal bin ich nur verpflichtet, die mitzuführen und der Schüler muss hier auch Verlangen vorzeigen. Ich bin echt gespannt, ob der Prüfer die sehen möchte und was heute anders läuft als sonst. So, auf geht's. Ich muss mich beeilen. Da bin ich wieder. Der Fahrschüler hat bestanden. Ja, was hat sich in der Prüfung verändert? Also es war so, der Fahrprüfer ist wie gewohnt eingestiegen, hat den Ausweis kontrolliert, wollte von mir den Ausbildungsnachweis haben, also dass der Schüler alle Pflichtstunden erledigt hat. Nachdem wir diesen ganzen Papierkram erledigt hatten, hat er dann gesagt, fühlen Sie sich bereit, die Prüfung heute anzutreten? Das Ganze hat mein Schüler bejaht. Und dann hat er, ich sag jetzt mal, wie einen Startknopf auf seinem Tablet gedrückt. Dann ging die Prüfzeit los. Er hat dann noch die technische Abfahrtkontrolle vorab gemacht. Verlinke ich euch gerne einmal hier oben oder hier oben. Ich weiß nicht so ganz genau. Ja, drei Fragen hat mein Schüler richtig beantwortet. Dann ging's los. Ja, was hat sich dann verändert zu sonst? Also der Fahrprüfer war viel, viel mehr damit beschäftigt, nach unten zu schauen, in sein Tablet alles einzugeben. Also es ist so, der Fahrprüfer muss quasi bestätigen, ja, wir sind rechts abgebogen mit Verkehrszeichen. Ja, wir sind rechts abgebogen ohne Verkehrszeichen. Also er muss da überall ein Häkchen setzen. Also man hat gemerkt, nach jeder Abbiegung war er quasi wieder beschäftigt, irgendwas einzugeben. Also das hat sich auf jeden Fall verändert. Und was sich auch verändert hat, wir waren dann so, ich würde mal schätzen, 47 Minuten später wieder an der Prüfstelle zurück und dann gab es eine ausführliche Nachbesprechung. Also das hat sich auch verändert zu sonst, weil wir haben ja eine Gesamtprüfzeit von 55 Minuten und die soll halt vorwiegend auch dafür genutzt werden, dass ein ausführliches Feedback gegeben wird. Und das hat er auch gemacht. Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Dann hat der Schüler den Führerschein überreicht bekommen und ja, das war's so. Also es war nicht viel anders als sonst, außer dass der Prüfer wirklich viel mit dem Tablet beschäftigt war. Und ja, die Prüfzeit dann länger ist durch diese Nachbesprechung und diese Vorbereitung halt. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, wie ihr das Video gefunden habt, was ich besser machen kann, weil ich lerne ja auch noch dazu. Lasst mir auf jeden Fall ein Gefällt mir da, wenn euch das Video gefallen hat und bis bald!